Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Pharma-Drama. Jetzt brennt es schon. Unser, ich sag mal, weiß Mitarbeiter ist ja kein Schwarzarbeiter. Also, du kriegst ja kein Geld, ne? Der rennt hier mittels um die Wette. Das geht wieder ab hier. Macht Meter. Ich glaube, es ist so ein bisschen die Eifersucht. Bitte? Also, ich hab das mal beobachtet, er macht bei 90% Rundumlöcher an. Und wenn er voll ist, fährt er einfach weg. Ja, passt doch. Ich bin voll. Ich hab keine Rundumleuchte. Also kann ich keine anmachen. Muss der irgendwie durch den Wald kommen? Muss du den Arm raushalten. Ja. Wenn hier durch den Wald irgendwie durchkommen würde. Gibt doch einen Weg. Geht er durch, ja? Okay. Nee. Ich weiß auch nicht genau. Bin ich noch nie gefahren, keine Ahnung. Ich glaube, hier ist Sackgasse. Oh nee. Guck, wo ich hier durchkomme. Oh je, fahre ich mir noch im Wald fest hier. Doch, es geht durch. Ich habe gerade gesehen, vorbeifahren, Freddy. Ja, geht. Naja, gut geht's nicht, aber es geht. Probier's gleich mal über die Wiese hier, das geht bestimmt besser. Weiß nicht, keine Ahnung. Wir müssen die Wiese hier im Wald. Ist die euch? Nein. Hm. Die gehört gerade Gockheim. Okay. Ah ja, das ist noch besser. Ja. Herr Raff, du müsst dich als Wegweiser hier hinstellen, als Navi. Ich glaube, das Navi hat das Navi hier rauf. Am Fahren bleiben, dann wird er leer, dann klappt's. So, jetzt gucken wir mal, wie man durch den Wald kommt hier. Und mein Gefährt ist schön klein. Passt lieber durch, dann passt das. Ne, ich bin nur einmal die Woche hier drauf. Kann ich die Wege nicht kennen. Ist das sogar nicht, oder? Nee. Ich bin doch überall Zeug drin. Aber Jungs, wenn ihr wollt, hier liegt überall noch Schwarz rum. Heu, könnt man theoretisch häckseln. Auf dem Grasstück? Ja. Könnt ihr euch ja mal angucken. Ich habe auch gerade mal geguckt, das ist von einem Biogasanlage das Grundstück, die Wiese. Das ist sogar eures. Oder vom Schuster. Schuster. GC, das ist Schuster. Jetzt weiß ich, was das für ein Feld ist. Da habe ich doch damals mit dem Tierarzt. Ganz am Anfang war ich hier, habe ich da Gras. Es wird mir zugewiesen. Ich frage mal, ob wir das nutzen können. Ich war mal beim Thorsten. Es ist Heu, ne? Können wir theoretisch auch als Heu reinfahren. Oder verkaufen. Ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen schade. Ja, das krieg ich so in solchen Silo. Logisch. Heu häckseln krieg ich so in solchen Silo. Dann kann er wenigstens aufladen und. Ja, dann lass uns liegen, alles gut. Wir haben auch genug. Ach, sonst wird jemand mitholen. Aber der weiß das bestimmt gar nicht, der Fahrer, dass da noch Heu liegt, oder? Ja. Musst du fragen, keine Ahnung.
Gleichfall. Jetzt. Naja, 1% hat gefehlt, aber egal. Wieso war das der falsche Weg? Geh noch gut durch hier. Traktor, der ist so günstig im Verbrauch, ey, da siehst du, die nach Wochen erst die Tankuhr sich bewegen, ey, ist einmal frei. Brenn die Form jetzt nur noch bauen. Die kurzen Seiten sind nervig. Ja, bei Leute sind ein bisschen viel, glaube ich. Abfahren. Ne, ist richtig, alles gut. Also, wenigstens mal eine zum Kaffee trinken. Zeit. Herr Müller? Jo! Geben Sie einfach mal hier bei dem Haufen dabei, dann schiebe ich das mir passend. Okay. Alles auf einen Haufen. Danke. Ja, jo, kein Problem. Es ging so wunderbar, die ganze Dorfgemeinschaft. Denn der Reitmann und der Dingsbums nicht wären. Die haben aber am meisten Schiss, die zwei. Die Alten sind sowieso immer ein bisschen schisserisch. Die Jugend von heute ist ein bisschen. Ja, ich hab festgestellt, damals, wie mein Auto weg war, da waren wir auf dem Hof. Die haben sich angestellt wie Kleinkinder. Dass ich auf dem Hof war. Da wollte kein Mensch mit. Und ich wollte dem Reitmann ja zeigen, dass das Auto ist ja geklaut gewesen zu dem Zeitpunkt, ne? Er soll mitkommen, ermitteln. Der ist gerade denn, der hat schon los. Nee, das wird nicht betreten, das Grundstück und bla bla bla. Das wäre schon ewig nicht mehr betreten worden und das wird nicht betreten und das wäre schon ewig so und das wird im Ort so gehandhabt. Und dann was ist denn hier los? Ja. Blödsinn. Dreschen oder Hexen? Wo sind wir denn jetzt? Draußen bei mir schon. Also, okay. Der Ladewagen geht so mit rein. Material. Was wäre denn, wenn wir gegen Heidmeier Mistrans würden? Ja, steigen? Gute Nacht. Was mit dem Reitmeier? Was wäre denn, wenn wir dann ein Misstrauensvotum stellen gegen ihn? Und dann? Kommt dann stecken wir da einen neuen. Dann bekommt ein bekloppter Kumpel und macht weiter mit seinen Drogengeschäften oder was? So weit habe ich gar nicht gedacht. Und dann haben wir ja noch der Scheffeldinger steckt auch mit dahinter. Dann werden die Preise hier so angezogen, dass wir überhaupt nichts mehr kaufen können. Keiner Golf mehr weiter. Na, irgendwann werden sich nicht mehr sträuben können. Er hat mir ja vorgeworfen, ich hätte Schwarzarbeiter beschäftigt. Beim nächsten Mal, wenn er hier wäre, jetzt im Ort, hätte er gucken können. Da kann er ja mal den Deutschfahrer nach der Versicherungsnummer fragen, weißt du, wie ich meine? Ja, aber wenn er immer unterwegs ist, ja. Ja. Ich
weiß schon, wo der ist. Wenn du jetzt anrufst, geht wieder Ling, 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 Ling. Ja. Weißt du, hier und die 1000er Serie und 100 und tralala und was egal was. Casino oder Spielhalle. Ja, 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 genau. Da ist der zu Hause, sonst nirgendwo. Der Dieter überhaupt? Der hat Schlangen immer gesehen. Der mit seinem Drogengeschäft zu tun hat, mit seinem bescheuerten Neffen da. So, ja gut, ja, aber. Bin voll. Ich weiß nicht, wie der hieß, der Idiot. Der hat meine ganze Scheune vollgestopft mit seinem Scheißdreck. Okay, nochmal, Schwesternschwein. Ich weiß nicht, wie der hieß. Bimbo, ne, gell? So ähnlich. Irgendwie so die Richtung. Auf jeden Fall hat er meine ganze Scheune voll Drogen gepackt. Der Vollidiot. Ich rufe mal kurz beim Schuster an, wegen dem Heu, ob wir das mit Freunden können. Ja, erzähl mal das, ob der G10 noch sein Heu liegt. Herr Müller. Ja. Ich glaube, ich kann nicht mehr schnell so schnell mehr arbeiten, weil bei meinem Radlader ist irgendwie was kaputt. Gucken Sie sich das mal eben an. Moment. Was soll ich mir angucken? In der Mitte, diesen Zylinder, ne? Den sehen Sie doch, ne? Irgendwie ist der ein bisschen schief, sehen Sie oh das? Ja, oh, was ist denn da? Weiß ich nicht. Ja, da. Ich würde sagen, fahren Sie mal zum Fachmann, aber der macht ja auch nichts. Ach du Scheiße, was habt ihr denn für ein Problem? Oh je. Ja, deswegen nicht wundern, wenn da ein Haufen jetzt. Haben Sie schon mal die Schaufel abgehangen, wieder angehangen? Ja, alles schon gemacht hier, kann ich nochmal machen. Alter. Ne, der ist ja komplett im Arsch. Da will ich mal zum Reitmeier, zum Schöffeldinger fahren. Ja, noch geht's, aber muss man später machen. Aber nicht wundern, wenn es ein bisschen langsamer jetzt geht, ne? Ja, mir ist das egal, ist ja mein Silo. wieder so ein Haufen oder eher drauf fahren? Ja, vom Haufen am besten. Okay. Max, wir dürfen es damit nutzen. Wir dürfen es mit einsammeln. Okay, dann würde ich mir nachher mal von euch einen Ladewagen ausleihen. Da fahre ich mal einen Wagen voll verkaufen oder zwei. Das würde ich nicht mehr nehmen, wenn das so lange liegt. Der hat gesagt, es liegt locker 2-3 Monate. Naja, ich verkaufe es ja. Ist ja nicht für mich. Naja, das ist fürs... Ist ja nicht für mich. Ist nicht. Es geht nur um die Kohle. Naja, dann sammel's ein, sag wie viel es war. Ich habe aber ich müsste dann euren Ladewagen leihen, da lohnt sich mir. Ja, wir machen es dann mit dem Geld. Ich habe jetzt gesagt, ich weiß nicht dann das Geld. Achso, ihr müsst das abkaufen? Ja, nee. Aber ja, Regner will was dafür haben. Ach, das? Nee, das macht ja keinen Sinn. Wie gesagt, ich hätte jetzt, wie gesagt, dieses mittelgammelische Heu, das. Für die BGA geht das wahrscheinlich noch. Mein Vater gleich direkt mit rüber und dann weg. Genau. Vielleicht kannst du dir häckseln, muss man probieren. Wenn es gehäckselt kriegst, ist gut weg. Ich habe jetzt den normalen Graspreis gemacht. Und dann müssen wir sehen. Ich bin gehäckselt. Ja. Also ich denke, für die Tiere wird es nichts mehr werden. Nee, dafür ist zu lang. Und das würde ich jetzt nicht irgendwo bei Vieren dann noch verkaufen oder so. Weil der verkauft, dann würde das ja... Naja, du musst mir nicht verkaufen. Ich habe hier gelernt, man muss mehr egoistisch sein. Wie viel hat er denn drin? Also die leuchten noch nicht. Die hast leuchten, noch, leuchten noch nicht, okay. Aber du leuchtest nicht an. Noch keine 100, noch keine 90. Na gut.
meine lieben Freunde, wenn die Leuchten noch nicht an sind, dann lassen wir sie eben aus. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Wenn ihr mit uns reden wollt, kommt Teamspeak vorbei. Die Nummer steht in der Videobeschreibung. Bis dann, würde ich sagen, haut rein. Tschüss.